Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS17 Animals of the Great Country mit dem Freezy. Hallo. Alter, wieso haben wir denn auf mal 15 laufen? Das ist ja irre. So. Der schwadet hier das Zeug durch, das gibt's gar nicht. Das hier nicht durch abgekippt kriegt, ne? Dann muss ich aber einen Besen. Warum hat die scheiß BGA nur einen Eingang? Ja. Oh, ist das schön hier. Oh, Manus. Boah, ey, was? Das was denn? Was denn? Weiß ich denn nicht. Was denn? Ey, du musst dir das hier mal anschauen. Komm mal rein. Ja, lass mich doch mal rein. Ja, komm rein. Alles klar, verarsche ich mich selber. Komm doch rein, Alter. Du kannst auch hier kein Gras abkippen. Das ist total die Verarsche, Alter. Kann man jetzt nur mit Häcksel gut Lage machen, dann kriege ich aber einen dicken ab. Hey, er kippt ab. Hast du hier abkippen gemacht? Wenn das da hinten auch gegangen hätte, wäre ich aber ausgeflippt, ey. Manche Leute sind einfach zu doof von LS, ey. Ohne Mist. Weißt du, was da abgegangen wäre, wenn wir das jetzt hier nicht abgekippt hätten? Und du hättest es wieder weggefahren? Denn? Na, da wäre die Luzi gebrannt, Junge, in den Kommentaren. Hast du das jetzt mit hier abkippen abgeladen oder was? Ja. Ja. Ich glaube, du schummelst. Nein. Hast du dir jetzt die BGA mal angeschaut oder? Ja, war eine schöne Geschichte. Ganz toll. So. Ich finde das echt schade, dass du BGA so wenig Aufmerksamkeit gibst. Ich, der BGA. Ja. Okay. Ja. Ich fahre dann alleine mal hin, ohne dich. Ich bin zu Ruhe gehabt, zum Chillen. Weil ich bin ja echt hart am Schuften. Dass du Kackschlappen noch irgendwann hier einen Traktor kriegst. Ne? Dass wir hier endlich mal die Felder bestellt kriegen wieder. Und du fährst ja in der Weltgeschichte rum und ziehst dir hier die BGA rein und wie schön doch alles ist und so. Ey, Junge, 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 ey, da platzt mir bald die Rosette weg, ey. Statt dran denk, ey. Ohne Mist. Oh, erstmal ein Schluck Monster. Ja, 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 jetzt, jetzt, ja, genau. Ah. Ich muss echt mal ein Wort mit deiner Freundin reden. Ich sie auf die GC mit? Nein. Du weißt schon warum, oder? Damit, ja. Damit hier diesen schlechten Einfluss von dir nicht ausgesetzt ist. Mhm. Ist klar. Du kannst dich jetzt mal nützlich machen, weißt du das? So langsam hier in unserem Projekt. Ja gut, was soll ich denn tun? Aber erst verdichte ich hier fertig. Ich bin erst bei 53%. Ja. Du kannst die Eier wegfahren. Ja, komm gleich zum Hof. 4 Paletten fertig. So. 4 Paletten Eier. Das ist auf jeden Fall gut Geld. Noch. Paletten Eier. Wir brauchen Eier. Lass doch mal los! Könnte ich ausflippen. Wenn diese verdreckte Kackgabel nicht aus den Paletten rausgeht, Alter. Ich will das CZ-Paket eh loswerden. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Das kann nix. Hat nicht mal einen coolen Namen. Das heißt halt CZ. Ja. Z. Findest du nicht so geil? Okay. So ein CZ so bedeuten. Hebelschutz. Keine Ahnung, ey.
Zinkelware. Zinkware. Chemische Zinkware. Zink? Chemisch, ja, chemische Goinerware. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt kacke. Ich wusste gar nicht, dass Zink mit S geschrieben wird. Es wird doch CZ geschrieben. CZ-Pack. CSZ, oder? So. Die chemische Scheiß Zinkware, so. Weißt du Bescheid? Ja, ich weiß Bescheid. Jetzt mal ganz ohne, jetzt mal ohne Flachs. Ich finde das Pack nicht gut. Das macht mehr Probleme als alles andere. Ich flipp gleich, wenn die Gabi jetzt hier nicht rausgeht. Das siehst du. So. Warum kann ich das nicht zudecken hier? Also, muss ich aussteigen. So. Komm, Tino. Ja. Wo bist du? Am Hof. Bahn über Stock und Stein, übers Fell die Lein. Oh Scheiße, ich hab meinen Sammelwagen am BNBG aufgelöst. Du fährst jetzt zurück und holst den Sammelwagen. Ist ja wohl eine Frechheit. Am Hof, geht nicht. Wie geht nicht? Natürlich geht das. Ja. Warum ist das hier immer verkehrt rum? So. Du fährst jetzt die Eier weg? Na? Ja. Gut. Dann leg dich mal auf die Palette. Ich hab wenigstens Eier im Gegensatz zu dir. Du hast schon deine Eier, die sind schon verschrumpelt von den ganzen das, Monstern. Bau dir das nochmal auf der GC zu mir zu sagen. Och. Direkt so ein Uppercut, da liegst du erstmal. So ein was? Uppercut. Bam! Uppercut, ja. Wie heißt das denn? Ja, Uppercut. Ja? Uppercut. Kannst du mal eben hier die Paletten draufschlagen? Genau, das wär's tun. Machst du nicht? Sojaboden. Soll ich zwei, ey. Wirst du sehen. Aber du musst mir dann die Gabel geben, sonst kann ich das nicht tun. Wir haben zwei. Und hinten liegt noch eine. Ja, die ist defekt. Mhm. Wurde noch nicht geölt. Wo ist die Crane Station? Crane Station. Wo ist die Crane Station? Kann sein, was bin. Da oben. Okay, dann fahren wir das noch zur Crane Station. Wir müssen mal gucken, wie viel Geld braucht man jetzt ja überhaupt im Endeffekt. Wir müssen langsam mal auf den Traktor kommen, ey, sonst wird das ja nicht. Wir haben nur 10% Produktivität. Kannst du dagegen mal was unternehmen? Hast du immer noch kein Gras hingeschafft, oder? Für alle. Wow. Unglaublich. Dem steht der Sammelwagen am an der BGA. Der wäre gar nicht so schlecht hier. Der Fan 700 Vario. Hör auf, bitte. Guck. Komm, wir nehmen den. Komm, wir sparen auf den Chassis B. Der Deutsch ist einfach zu teuer. Ah, dann JCB. Der Deutsch kostet über 200.000, die 9er Serie. Was, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Wir können auch die 7er Serie nehmen, aber wir machen mal wieder den, den du haben willst. Mach da, was kostet die 7er Serie? Guck bitte. Zu teuer. So, auf jeden Fall. 185.000. So, dann nehmen wir noch Frontladeranbau. Ja, Sind wir bei 185.800. Sagen, gut, nehmen wir hier einen schönen dicken
Boah, hier, da gibt's. Wenn wir 205.000. Ja. Ist klar. Für Qualität sagt man seinen Preis, Manus. Ein gut, kaufen wir uns einen Pfand, der billig ist und nicht so viel schleppen kann wie der Deutz, aber gut. Ich habe aber eigentlich gerade gesagt, ein JCB. So. Ja, nehmen wir halt den JCB, der billiger ist und nicht so viel schleppen kann wie der Deutz. Der hat 200 PS und fährt 70. Ja. Das ist ja das, der fährt halt 70, der ist halt schnell. Ja, aber der Deutz hat 300 PS und fährt 140. Was macht der? Der fährt 140. Ich hab jetzt ohne Scheiß einen Kaffee gekriegt. Oh nein, es läuft doch. So. Geh da runter, Mann, ey. Danke. Ey, jetzt fand aber es in dieser Folge geschafft, die Eier zu verkaufen. Nee, das schaffe ich nicht. Das auf das CZ-Pack. Oh, was ist das? Guck mal, was ich für unseren Kontostand tue, Junge. Guck mal, noch 70.000, wir hätten's. Ist ja so Luft generieren. Die Eier verkaufen und so. Vor allem, wir können es dann ja wieder nichts anderes leisten. Wir brauchen einen JCB, Junge, glaub mal. Sind einmal 40.000, sind einfach 40.000 Euro, ne? Paprika, echt lecker. Lolle. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Was wir auch noch verkaufen könnten, wäre Hackschnitzel, wenn wir da welches hätten, im Biomasse-Heizkraftwerk. Ja. Das würde auch noch gehen. Ah ja, oh. Da. Aber nur bei innen verkaufen, alles klar. Sag nicht, du fährst jetzt mit den Eiern los. Ja. Ernsthaft? Ich darf dir nur nicht zeigen, wie, aber sonst. Wo bist du denn gerade? Ah, Scheiße, da kommt der hier stimmig her. Komm, willst du mal sehen? Zeig es dir. Wie ein Profi beladen, Alter. Wenn ich nie was anderes getan hätte. Ja. Ja. Ich mein, fürs Eier verkaufen, das ist ein Erfolgserlebnis gerade für mich. Hätte ich echt nicht gedacht, dass du die Folge noch hinkriegst. Warte mal ab, noch bin ich nicht da. So. Jetzt ist aber die Frage, wie es weitergeht. Füße fährt zu innen. Müssten wir reichlich Geld kriegen. 10.000, wenn mich nicht alles täuscht.
Und bei 143.000 finden sie immer noch 20.000. Das ist doch zum Heulen, ey. Meine Güte, wo kriegt man denn jetzt noch Kohle her? Was könnte man noch machen? Kompost ist da auch nochmal. Denn nicht noch Kompost bei der Dieselfabrik, die wir vielleicht verkaufen könnten? Da ist wieder Kompost, ja, aber. Ja, also den können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Ja. So, die Monet, das kommen. Nur 33 hat man, glaube ich. Komm schon noch ein bisschen. Lauf weiter, lauf weiter. Ich sage ja 10.000. 10.000. Können wir Diesel verkaufen? Habe ich alles von der Dieselproduktion in die Waschanlage Kompostanlage geschmissen. Wir haben ja neuen produziert, deswegen. Hast du da Raps hingebracht, oder was? Gut, dann. Bier haben wir nicht. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir Bier produzieren können nebenbei einfach, so ein bisschen. Wäre auch eine Idee. Palettenwerk, das ist voll. Verkaufen. Was nochmal? Mist. Kannst du knicken. Hülle. Kannst du knicken. Kannst du verkaufen, aber bringt null. Ja. Das hat man nicht im Betrieb. 5.500, 7.000. Was ist, wenn wir ein bisschen Mais verkaufen? Haben wir 9.000 Liter. Würden wir kriegen, bei Landi würden wir kriegen 672 Euro der Liter, die Tonne. Zum Sehen. Bierproduktion. Bräuchte nur leere Paletten weit. Ach, brauche ich mir wieder Gerstenmalz noch. Was brauchen wir für die Zucker? Ja, wir haben Zucker rüben. Wem ist Zuckerrüben? Haben wir nicht. Drei. Lasse. Wir sollten mal noch von den Schafen oben die Wolle zur Dämmerei bringen. Könnten wir machen. Aber dann in der nächsten Folge. Ja, dann wollen wir mal. Meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's erstmal. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei Füßi vorbei. Und schreibt uns mal eure Ideen noch, was wir hier machen können, ne? Also mit Verkaufen, mit Kohle. Ja, vielleicht. Ey. Warum verkaufen wir denn hier das nicht? Das sind die Binden von deiner Mom, Alter. Auf das jeden Fall. Geile Ware. Ja. Auf jeden Fall, so sieht's erstmal aus. Wir sind raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.